herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Garden Flipper, dem Heimwerker-Simulator Gartenbau DLC. Huch. Okay. So, wir müssen hier ein bisschen aufräumen, denn wir werden hier ein Outdoor-Fitnessstudio bauen. Jawohl, das wird super, wird das. Da kann man dann direkt, ich könnte euch die Brennnesseln hier lassen. So ein bisschen wie wenn chinesische Kinder auf Olympia vorbereitet werden. Rechts und links vom Schwebebalken so ein paar schöne Scherben und Reißzwecken hinbauen, dass wenn die dann da runterkippen, dass sie so richtig schön wehtun, dass sie nie wieder machen. Herrlich, Mensch, nee, was haben wir doch eine tolle Welt mittlerweile. So. Und schwupp. Auch noch ein bisschen Unkraut. Entferne Unkräuter, 66%. Da haben wir noch einen Flash. Oh, der Napf muss auch weg. Was ist das denn hier? Ist das die Hütte? Reinige die Beschmutzung. Ah! Cool! Hihi! Da muss ich gar nicht im Wischmob durch. Da war ich einfach mit meinem... Spritze ich einfach mit meinem Schlauch so ein bisschen rum. Herrlich! So, da haben wir das. Ja Mensch, das kann ein ansehnliches Plätzchen werden hier. So, entferne Unkräuter. Hier haben wir noch ein bisschen Unkräuter. Oh, jetzt aber hier, Fähigkeit. Gärtnern. Großer Rasenmäher, Schaufel demnächst. Ach so, das war das. So war das gemeint. Okay, schneller graben. Schneller graben mit der Schaufel. Von 75%. Unkraut, wo bist du? Deo gratias. Nee, das war falsch. Das war Lumen Christi, ne? Ja. Ach ja. So, da sieht man auch kaum was. Pass mal auf, das machen wir ganz geschickt. Wir werden den Rasen einmal mähen, dann sehen wir auch das Unkraut, beziehungsweise mähen das Unkraut mit weg. Ne? Das Unkraut geht nämlich mit dem Rasenmäher auch weg. Ja gut, Theorie und Praxis. Ein Vortrag in 5 Akten mit Garderol. Akt 1. Schwere Geburt. So. Zacki, zacki. Klacki, klacki. Das geht doch alles wunderbar. So, was haben da meine Hühneraugen entdeckt? Einen Socken. Nein, hier ist es ja noch dreckig. So, einmal weg damit. Sehr gut. Hm, wunderbar. Glaube. Ja. Ich will auch das Unkraut hier wegzupfen. Na, das auch. So, dann hier nochmal. Hier wächst das Unkraut wieder die Wände hoch. Das habt ihr mir auch gesagt. Da muss ich ein bisschen besser drauf achten. Hier, da müssen wir nochmal lang. Sehr gut. Und. Huch. Gut. So, streue die Decke Sand. Haben wir denn hier noch was vergessen? Verteilen Sie Gras von der Rolle. Oh nein, auf dem ganzen Ding. Okay, streue die Decke Sand. Streue die Decke Sand. Sand.
Sandquadrat, Sandrund. Bei rund haben wir den Vorteil, wir können da die Größe ändern. Ich kann mich noch erinnern, wir hatten damals, als ich im Kindergarten war, ich muss die Story andersrum anfangen. Wir hatten für den Trecker hatten wir hinten so einen Hectainer, hieß das Ding, glaube ich. Ne? Das ist so eine Art kleines Schütt oder großes Schütt, wo man dann in die Milchkanne drauf oder Baumstuken oder weiß der Geier was alles draufschmeißen kann und dann hinten am Trecker rumfahren. So eine Art zusätzliche Ladefläche. Und der Kindergarten, in dem dann Kleingaderhol war, der brauchte halt im Spielplatz dann einen neuen Sand. Das war irgendwie mit Tschernobyl oder so, da wurde der alte Sand entfernt. Und neu hat dann dahin gemacht. Und ja, dann sind wir da hingefahren und haben das für den Kindergarten gemacht. So als, nennt man das, wohltätige Arbeit? Nee, ja, ne? Haben wir den Sand geholt vom Steinbruch in der Nähe und dann da schön reingepackt. So, hier kommt ja der Rollrasen hin. Da können wir ruhig ein bisschen über die Kanten drüber malen. Hier ist ein bisschen viel über die Kanten drüber gemalt, das räume ich ein, aber der Rasen schließt ja dann bündig ab. So. Hier nochmal und da nochmal. Gut. Jetzt sollen wir hier Doppelstepper, 16 Stepper anbringen. Ah ja. So, Garderol rot. Was soll denn das? Naja, gut. Wir machen es einfach mal. So, 16 Stepper. Eins. Wieso dreht er sich immer so komisch zurück? Zwei. Warte mal, machen wir so, dass sie sich auch angucken können. Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Sehr merkwürdig. Ich habe bestimmt irgendwas falsch gemacht. So, Laufband. Ah, ich hätte gar nicht so viel Stepper aufbauen müssen. Ich habe das falsch gedacht. Verstehe. Müssen wir die irgendwie aufbauen? Nein. Massagegerät. Stationäre Reckstange. Alter, was haben wir denn hier alles? Gehen wir mal hier hin. So, vertikale Turnleiter. Und eine horizontale Turnleiter. Schön. Nein! Was soll das denn? So. Reckstange anbringen. Mal hier hin.
Cross-Trainer. Alter, das ist auch nur, um dabei zu, hier zu posen, was die alles haben, oder? Barren? Ernsthaft? Turnbank. Turnseil, natürlich. Ich bin gespannt, was hier noch alles kommt. Oberlift. Sandsack. Haben wir direkt dann unten voll gemacht. Sandsack. Und eine vertikale Reckstange. So. Gut, das haben wir erledigt. Dann müssen wir jetzt ja irgendwie... Hier sind noch Unkräuter. Unkraut. Das ist aber eine Riesenaufgabe hier, das sehe ich schon. Gegenstand an dreimal Fahrradständer. Ah, das ist cool, ne? Da kann man hier schön mit dem Fahrrad... Fahrradständer. Machen wir mal... 1, 2, 3. Was? Ach so, Verschmutzung. Falsch. Kann man denn bei Gras von der Rolle das irgendwie größer machen? Das könnte mir nämlich auf Dauer ein bisschen wenig vorkommen. Mähe den Rasen. Wir sind ja noch nicht gemäht, hm? Entferne Unkräuter. Das haben wir auch noch nicht gemacht. Also hier fehlen auch noch Unkräuter. Ah, hier bei dem Busch, da kommt man nicht irgendwie. Okay. Gras von der Rolle. So. Fangen wir mal einfach vorne an hier. Hier in dem Bereich. So, hier ist... Ordne Gehst... Was? Ordne Gehsteig-Betonstein. Ach, der soll wahrscheinlich dann mit hier rein, ne? Gehsteig. Okay, ob das richtig ist, sehen wir in der nächsten Folge. Ich danke euch fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal hier im Heimwerker-Simulator Gartenbau-DLC. Bis dann, tschüss.